Unser nächstes Thema ist das Urheberrecht. Kann man generell Hinweise geben, wie man Urheberrechtsverletzungen im Internet garantiert verhindern kann? Ja, da gibt es eine wirklich ganz einfache Antwort darauf. Wenn Sie der Schöpfer des Werkes sind, wenn Sie also selber den Text schreiben, selber das Lied komponieren, selber das Foto machen, selber das Lied singen, dann können Sie sicher sein, dass Sie keine Urheberrechtsverletzung begehen, weil Sie sind ja der Schöpfer dieser Werkstücke. Ansonsten ist das Urheberrecht sehr komplex und es gibt eine Vielzahl von Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit Sie das fremde Werke benutzen dürfen. Fangen wir mit einem ganz häufigen Beispiel an. Ich möchte gerne eine Geburtstagseinladung über Facebook verschicken und habe ein ganz tolles Foto gefunden, was ich dafür verwenden möchte und es sieht wirklich klasse aus. Und ich baue das in meine Geburtstagseinladung auf Facebook ein und ich ahne schon, dass der Jurist damit Probleme hat. Ja, der Jurist hat dann damit Probleme, wenn keine Ausnahme vorliegt. Grundsätzlich muss auch hier wieder die Einwilligung erfolgen. Das heißt, derjenige, dessen Werk Sie benutzen, muss einwilligen. Wenn er das nicht tut, dann dürfen Sie das Werk weder bearbeiten, noch veröffentlichen, noch verbreiten. Und es sei denn, es liegt eine Ausnahme vor. In dem Fall, den Sie gerade gebildet haben, könnte die Ausnahme die sogenannte Privatkopie sein. Wenn Sie also sozusagen im privaten Freundeskreis jetzt diese Einladung verteilen, dann könnte das denkbar sein, dass Sie die Einwilligung nicht benötigen. In dem Moment, wo Sie es aber im Internet veröffentlichen oder auf Facebook posten, ist die Öffentlichkeit gegeben, weil dort nicht nur Menschen mit Ihnen interagieren, die mit Ihnen persönlich verbunden sind, sondern auch Dritte. Das heißt, die Frage ist immer, liegt Öffentlichkeit vor? Und in dem Fall auf Facebook liegt Öffentlichkeit vor. Wenn Sie Ihre vier besten Freunde einladen und denen eine Einladung schicken mit einem Foto, das Sie theoretisch im Internet gefunden haben, wäre das zulässig. Aber Facebook muss ja nicht zwingend das ganze Internet sehen. Also wenn ich in geschlossene Gruppen poste, wenn ich nur zu meinen Freunden irgendwas auf deren Pinnwände schreibe, was auch nur dann wieder deren Freunde sehen können, so richtig ganz öffentlich ist das doch nicht, oder? Das ist in der Tat eine Frage dann des Einzelfalls. In der Regel gehen wir davon aus, dass Facebook öffentlich ist. Das heißt, wenn Sie nicht 5 Freunde haben oder 10 Ihre engsten Freunde, so wie auch in der analogen Welt, man in der Regel nicht 400 Freunde hat, mit denen man seinen Abend verbringt, dann würde das in der Tat so sein, dass man sagen könnte, dort gilt auch das Recht der Privatkopie. Aber auf Facebook normalerweise hat man ganz viele Facebook-Freunde und Facebook-Freunde und echte Freunde unterscheiden sich. Wenn jetzt mein Neffe einen großen sportlichen Erfolg hat, in der Lokalzeitung steht und ich fotografiere den Bericht, weil der so toll aussieht und poste den auf Facebook, ist das rechtlich problematisch? Ja, natürlich haben dort der Fotograf des Fotos Rechte am Foto, der Autor des Textes hat Rechte am Text und der Verlag möglicherweise das Leistungsschutzrecht, sodass Sie grundsätzlich damit eine Verletzung begehen würden. Würde ich Ihnen also nicht empfehlen. Und wenn ich Produkte verkaufe, also wenn ich zum Beispiel alte Sachen von mir zu Hause bei eBay einstelle und ich fotografiere die und da sind Markenlogos drauf und die Verpackung vielleicht noch zu sehen, kann da auch einer kommen und irgendwas monieren? Also das ist grundsätzlich möglich, dass Sie Produkte, die Sie verkaufen wollen, die Sie selber privat genutzt haben, an denen Sie auch Eigentum haben, weil Sie sie gekauft haben, dass Sie die fotografieren. Das Foto machen ja dann Sie. Insofern wäre es da sinnvoll, dass Sie jetzt kein Produktfoto aus dem Internet nehmen, des Herstellers, die ja auf den Webseiten zu sehen sind, sondern ein eigenes Foto machen, so auf eBay klassischerweise. Das wäre in Ordnung. Und das Thema der Markennutzung ist ein separates Thema, hat mit Urheberrechts nichts zu tun, aber das wäre keine markenmäßige Benutzung. Die wäre in der Tat untersagt. Markenmäßige Benutzung ist immer nur den Markeninhaber erlaubt. Aber Sie können darauf hinweisen, dass es ein Ball der Marke Adidas und den verkaufe ich für 8,40 Euro. Und wenn ich jetzt unterwegs bin, ich sehe das auch oft, wenn ich einkaufen gehe, Leute probieren in Läden irgendwas an und fotografieren sich mit dem Kleidungsstück, was sie gerade probieren. Darf ich überall fotografieren, wo ich gerade unterwegs bin oder können da auch Inhaber zum Beispiel Einschränkungen machen? Ja, selbstverständlich gilt das Hausrecht. Das heißt, ein Supermarktbesitzer, ein Boutiquebesitzer, selbst im Fußballstadion besteht das Hausrecht desjenigen, der dem das Stadion gehört oder dem der Supermarkt gehört oder die Boutique. Insofern können die natürlich Ihnen es untersagen, Fotos zu machen. Das Gleiche gilt auch natürlich im privaten Bereich. Das heißt, bei Ihnen kann ja auch nicht jeder reinkommen in die Wohnung und Fotos machen. Dem können Sie das untersagen. Wie ist das in der Praxis? Kann ich einfach anfangen und Fotos machen, solange bis einer kommt und sich beschwert?
Da gibt es jetzt ehrlich gesagt keinen richtigen Ratschlag. Wenn Sie sich rechtstreu verhalten wollen, dann würden Sie vorher die Einwilligung ersuchen. So ist das zum Beispiel im Bereich von Filmaufnahmen. Wenn Sie natürlich eine professionelle Filmproduktion betreuen, dann würden Sie immer im Vorfeld klären, Location Releases, dass Sie sozusagen dort sein dürfen, dass Sie die Bauwerke zum Beispiel auch fotografieren dürfen, sofern sie urheberrechtlich geschützt sind. Und je amateurhafter das wird, desto weniger wird das natürlich getan. Klar. Und dann könnte man natürlich warten, bis jemand kommt und sagt, machen Sie es nicht. Was ist mit Sachen, die ich im öffentlichen Raum sehe? Ich sehe einen interessanten Aufkleber an der Laterne, ich sehe ein schönes Plakat. Darf ich das alles fotografieren und veröffentlichen, weil es schon mal draußen hängt? Das hängt jetzt immer davon ab, ob das, was Sie fotografieren, seinerseits urheberrechtlich geschützt ist. Also ich nehme mal ein einfaches Beispiel. Sie fotografieren den Eiffelturm. Der Eiffelturm ist sicherlich als architektonisches Bauwerk urheberrechtlich geschützt. Die Schutzfrist ist allerdings abgelaufen. Der ist, glaube ich, 1770 von den Architekten entworfen worden. Die Schutzfrist ist abgelaufen. Aber wenn sie das nicht wäre, dann dürften Sie den Eiffelturm theoretisch nur fotografieren, wenn keine Ausnahme vorliegt. Und es gibt eine sogenannte Ausnahme, dass Sie Bauwerke, die im öffentlichen Raum stehen, fotografieren dürfen und dann auch auswerten dürfen, das Foto. Das heißt, Sie können theoretisch in der Tat alle Bauwerke fotografieren, auch wenn die Bauwerke selbst urheberrechtlich geschützt sind. Das, was Sie meinen mit der Laterne oder dem Plakat, da hängt es jetzt davon ab, ob dieses Plakat seinerseits als zum Beispiel Illustration geschützt ist, also ein Werk im Sinne des Urheberrechts ist. Wenn dem so ist, dann könnten Sie das nicht einfach fotografieren und verwerten. Und dann müsste ich dann auch... Müssten Sie letztlich den Hersteller des Plakats um Einwilligung fragen, ob Sie das nutzen dürfen. Jetzt haben wir ganz viele Fälle gehabt, was ich nicht nutzen darf oder wo ich eine Einwilligung brauche. Mhm. Und wenn ich das Video jetzt nicht so gut verstanden habe und es vielleicht doch falsch gemacht habe, was kann mir denn dann schlimmstenfalls passieren? Es bestehen grundsätzliche Unterlassungsansprüche des Urhebers, Auskunftsansprüche, in welcher Form Sie sein Werk genutzt haben, sein Buch, seine Musik, seine Komposition und dann Schadensersatzansprüche. Und das ist durchaus relevant, weil Sie im Rahmen einer Lizenzgebühr dann dafür zahlen müssten, auch wenn Sie eben ursprünglich gar nicht gefragt haben. Kann er hinterher die Lizenzgebühr geltend machen, die er geltend gemacht hätte, wenn Sie ihn gefragt hätten. Und kann man da Größenordnungen nennen, wie sich das auswirkt? Also bei zum Beispiel einem Zeitungsartikel aus der Lokalzeitung, kann man das irgendwie, ist das ein Risiko, was man abschätzen kann? Ja, das Risiko kann man abschätzen, weil es geht immer nach dem sogenannten Streitwert. Das heißt, die Frage ist, wie viel ist das Werk wert? Bei einem Foto zum Beispiel tendiert die Rechtsprechung dazu, da Gegenstandswerte, Streitwerte anzunehmen zwischen 6.000 und 7.500 Euro pro Bild. Und darauf bemessen sich dann zum Beispiel die Anwaltsgebühren, wenn sie abgemahnt werden. Und bei der Frage, ob ich das Bild nutzen darf, das hängt davon ab, was es für eine Qualität hat. Das heißt, da würde man jetzt mal als Anhaltspunkt Schadensersatz für die unberechtigte Nutzung eines Fotos eines bekannten Fotografen, würde ich sagen, irgendwo zwischen 100 und 200 Euro. Insofern, das ist jetzt nicht so viel. Aber wenn es natürlich massenhaft passiert, ist das für den Urheber natürlich ein enormer Verlust. Und wenn Sie die 100 Euro multiplizieren mit 1000 Verletzungsfällen, kommt natürlich auch ein gewisser Betrag zusammen. Aber für denjenigen, der selber das nutzt, rechtswidrig, mag jetzt die 100 Euro nicht so abschreckend wirken. Wenn ich jetzt draußen unterwegs bin, bin ich ja im öffentlichen Raum unterwegs. Darf ich da alles fotografieren, was ich so finde? Also Sie können grundsätzlich alle Bauwerke, die Sie im öffentlichen Raum sehen, fotografieren. Weil dort eine Ausnahme besteht, nämlich alles, was sich bleibend im öffentlichen Raum befindet, das dürfen Sie fotografieren. Ich möchte allerdings zwei Ausnahmen hinterher schieben. Das heißt, Sie könnten das Brandenburger Tor, Sie könnten den Reichstag fotografieren, die Landungsbrücken in Hamburg, das Olympiastadion in München. Zwei Ausnahmen. Die eine Ausnahme ist, Sie dürfen nicht in den dritten Stock klettern und von oben fotografieren, sondern Sie müssen tatsächlich auf dem Boden stehen. Und die zweite Ausnahme ist, nehmen Sie den Eiffelturm, dort gibt es eine Lichtshow. Die Lichtshow ist nicht bleibend, die ist immer nur temporär, wenn sie nämlich eben läuft. Die ist selbstständig geschützt als urheberrechtlich geschütztes Werk. Das heißt, die Lichtshow dürften Sie nicht aufnehmen.